Herzlich willkommen bei Freespirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast Anja Wagner. Anja ist ein spannender Mensch mit einem ebenso spannenden Leben. Sie ist ehemalige Leistungssportlerin und Autorin des Buches Der All Senses Code. Nach einem schweren Autounfall erwachte sie aus ihrer Illusion und entdeckte gleichzeitig den Schlüssel zur Befreiung von selbstsabotierenden Mangelprogrammen. Es könnte also interessant sein. Bleibt dran, gleich nach der Werbung. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. Freespirit TV ist eines von mehreren Projekten des Freespirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Freespirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Herzlich willkommen bei uns und wie ich schon gesagt habe, du scheinst ein spannendes Leben gehabt zu haben, voller Angst und Schmerz. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, dass wir wissen, woher du kommst und wie dein Weg so war? Ja, so mit der Autounfall, der ist erst 3 Jahre her. Mein Weg ist tatsächlich schon 3 Jahrzehnte lang, wo ich mich mit Krankheit, mit Schmerz rumschlage. Und das letztendlich war auch das Vehikel, dass ich mich bewegt habe. Meine Rückenschmerzen, das war das Erste, was ich hatte. Ich habe zu viel Sport gemacht und damit mir total den Rücken deformiert. Und dann habe ich das über Yoga versucht auszugleichen und habe es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Aber das habe ich dann auch erst 10 Jahre später gemerkt, weil ich so einen flexiblen Körper habe und die Yogalehrer damals haben mich eher bejubelt, haben gesagt, oh, guck mal Anja, wie flexibel sie ist und guck mal, was sie alles kann. Und ich wirkte so, als hätte ich Yoga schon immer gemacht, aber es war nur der körperliche Aspekt, den ich da trainiert habe. Also die geistige Ebene und die emotionale, die mentale Ebene blieb da total auf der Strecke. Und das war eben auch der Grund, warum ich mich wieder weiter bewegen musste. Ja? Ich habe dann geforscht und bin dann viele Therapiewege auch durchschritten, habe mich zu verschiedenen Coaches ausbilden lassen und habe immer nur gemerkt, dass Krankheiten oder Störungen reversibel sind. Und das hat mich schier noch mehr auf den Weg gebracht zu forschen, warum ist das so? Warum kippt das System immer wieder zurück? Warum kann der Mensch immer nur kurzfristig, okay, manchen gelingt es, dass sie Heilung tatsächlich erfahren, ja, dass es auch Spontanremissionen gibt, also die Spannbreite ist riesig. Aber in meiner Praxis war es oft so, dass die Klienten nach Hause gegangen sind und hatten sichtlichen Shift gemacht, aber dann nach 3 Monaten standen sie wieder auf der Matte, obwohl ich genau gesehen habe, dass das Feld sich bewegt hat und der Körper sich total verändert hat, aber es ist wieder zurückgefallen. Mhm. Und da kam ich dann eben immer tiefer ins Suchen in mir selbst und in Zusammenarbeit mit den Klienten, dass die Ebenen, um die es wirklich geht, viel, viel tiefer sind. Und dass das weder die Naturwissenschaft erklärt, noch die Energiemedizin. Mhm. Welchen Sport hast du denn überhaupt gemacht? Ich habe 400 Hürden gemacht, also Leichtathletik. Sehr anstrengend. Ja, für mich nicht, weil ich war damals noch jung und ich fand das toll, mich auszuagieren. Und das war für mich auch eine Art, mich selber zu spüren. Mhm. Und dann hast du ja noch 2 Kinder, oder? Mhm. Ja. Und du bist also Mutter, du warst Sportlerin, jetzt hast du eine Praxis, du hast deine All Senses, ich weiß nicht, das ist ja keine Therapie, das ist ein Training eher. Das ist ein Training, ja. Ich bin dabei, ein Institut aufzubauen für moderne Heilung, weil es so viele verschiedene Begriffe kursieren, wo die Menschen nichts damit anfangen können. Ja, Energiemedizin, Regulationsmedizin, Frequenztherapie, Geistheilung, ja, oder Energieheilung. Und das ist weder
die klassische Medizin kann was damit anfangen, auch die alternative Heilkunde nicht, sondern es ist so ein Randgebiet. Und ich sehe das so als meinen Job, dass jetzt die Puzzlesteine wieder zusammengehören, dass das anatomische Wissen nicht gelernt werden muss, aber dass gewisse Prinzipien verstanden werden sollten, um wirklich hier für sich was mitzunehmen, dass man versteht, warum etwas so ist. Also das heißt, dein Leid hat dich quasi einen langen Weg geführt, wo du vieles kennengelernt hast, dann hast du das Beste daraus genommen und zusammengeschnürt auf dein Paket. Was war denn eigentlich deine tiefste Erkenntnis bei deinem Erwachen, wie du sagst, also als du gemerkt hast, wow, bis jetzt war alles Illusion. Was war die Erkenntnis? Bei mir gab es nicht den Bang, wo du sagst, wow, ich bin gegen die Wand gelaufen und dann hatte ich's, ja? Oder wie bei dir, viel Nahtoderfahrung. Klar war ich bei dem Unfall fast tot, aber das erzähle ich dir gleich, was da ist nochmal ein großer Knoten geplatzt. Oder ich erzähle es mal gleich, weil das ist noch so ganz präsent. Ich habe ja in meiner Praxis ganz, ganz differenzierte Symptome und Krankheitsbilder. Und ich habe so keine Angst vor Krebspatienten gehabt oder chronischen Kranken, sondern das war gang und gäbe. Zu mir sind die Austherapierten gekommen, die chronisch Kranken, die Autoimmunkranken und die Krebskranken. So, und als ich den Autounfall hatte und hatte 6 Rippen gebrochen, die Milz gerissen und die Lunge kaputt, da habe ich so gedacht, aber das kann ich nicht heilen. Weil Knochen ist das härteste und dichteste Gewebe, das braucht seine 6 Wochen. Und dann habe ich Reha und dann so. Also das war mein Mindset. Und als ich dann so im Bett lag und mich und nichts konnte, ja, weil es ging ja nicht, ich war voller Schmerzen, musste ich Schmerzmittel nehmen. Also da musste ich die erste Hürde überwinden, der klassischen Medizin eine Tür zu öffnen, zu sagen, okay, ich nehme Medikamente, weil ich es allein nicht schaffe. Und habe ich gemerkt, was da für Angstfelder aufgetreten sind. Also Angstfelder aus mir, aus dem ganzen Krankenhaus, aus, ne, so. Und da habe ich gemerkt, was für ein krasses Mindset in mir ist, dass ich glaube, Knochen ist was Hartes und das braucht 6 Wochen, um es zu heilen, weil es steht in jedem Anatomiebuch, dass es schneller nicht geht. Das heißt, das Erwachen war so quasi die Erkenntnis, was du selber so glaubst und dass das nicht unbedingt stimmt, oder? Nee, das war keine Erkenntnis, sondern das war eher für mich so ein, okay, jetzt wollen wir doch mal sehen, ne? Also eine Stimme in mir, die hat gesagt, das kann doch nicht sein, ich brauche jetzt nicht 6 Wochen und dann noch 12 Wochen Reha und wer weiß was. Ach so, die Sportlerin kam zum Vorschein. Ich schaffe das. Ja, aber das ist eigentlich immer mein Naturell. Also ich habe grundsätzlich die Überzeugung, ich schaffe das. So, dass dann die zweite, dritte oder 12. Stimme dann sagt, nee, schaffst du eh nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber so die erste Stimme, die immer sagt, oh, geht, schaffe ich, mache ich. Und so war mein Anspruch dann auch im Krankenhausbett, dass ich gesagt habe, das muss doch möglich sein. Und da habe ich eigentlich 24 Stunden meditiert, weil schlafen konnte ich eh nicht. Ja, was so. Heißt denn meditiert? Was hast du da genau gemacht? Ich war im Dialog mit mir selbst, mit meinen inneren Instanzen, mit dem höheren Bewusstsein, mit der Essenz, mit der Quelle. Alles hat sich vermischt und alles war eins und ich war Beobachter. Und das war mir noch nie vorher möglich gewesen in so einem über so einen langen Zeitraum, über so viele Tage und Stunden am Stück. Das heißt, eigentlich war es ein Segen für dich, mal die Zeit für dich zu haben und tiefer zu gehen. Ja, total. Jetzt die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, braucht es immer Leid? Mein Weg hat Leid gebraucht, um zu erwachen. Dein Weg hat Leid gebraucht. Braucht es das gezwungenermaßen oder ging es auch anders? Also ich kenne jetzt Kinder, die mit einem anderen Bewusstsein auf der Welt sind, die den inneren Drive spüren, diesem System nicht mehr dienen zu können, weil sie schon mit dieser Sinnlosigkeit, obwohl sie so jung sind und von allen Seiten diese Regeln und dieses Bombardement, so musst du dich entwickeln, so musst du sein und so hast du deinen Weg zu gehen, die brechen aus. So, aber ich denke, die Menschen in unserem Alter, die haben noch ich weiß nicht, ob es Mut ist oder Disziplin auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen und den aus meinem Bekanntenkreis. Wir haben uns angepasst. Mhm. Ja, also ich habe mich nie dazugehörig gefühlt, aber ich wusste keinen Ausweg. Es gab niemanden, der mir gesagt hat, ey, du bist stark, geh deinen Weg und glaub an dich. Sondern das war eher so, dass meine innere Instanz mir das zwar gesagt hat, aber die äußere Welt fühlte sich nicht so an, dass ich darin Platz hätte.
Und hast du denn schon immer alles von allen Seiten betrachtet oder ist das dann neu? Ich denke, ich... vermutlich habe ich schon immer anders auf die Dinge geschaut als andere. Weil ich mich wirklich nie mit den anderen gleich fühlte, sondern ich habe immer gedacht, oh, ich denke darüber anders, ich fühle darüber anders, ich würde es auch anders beschreiben und so habe ich aber den Weg für mich eher des Rückzugs gewählt. Ich bin dann eher still geworden, habe mich rausgenommen und habe dann das Label Anja ist lieb bekommen. Ja? Aber eigentlich war ich angepasst und tot. Mhm. Ja, ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen Menschen, die sich als anders fühlen. Ja, ja. Ich kenne das von guten Bekannten natürlich. Mhm. Und die Frage, hast du dich klein gefühlt, als du dich zurückgezogen hast, oder groß? Gar nicht mehr. Das war das Problem. Also ich habe davor, würde ich sagen, habe ich mich klein gefühlt, armselig, leer und nicht dazugehörig. Und weil ich diesen Schmerz, dieses Einsame, dieses Minderwertige, dieses ich bin nicht gut genug, nicht ertragen konnte, habe ich mich kalt gestellt, würde ich mal sagen. Das heißt, ich bin dann ziemlich dumpf durch die Welt gelaufen. So, dann hat es sich mir wehgetan, dann habe ich Partys gefeiert und dann ging das für mich. Da warst du eigentlich ganz normal. Dann war ich total verdreht, das wusste ich auch. Also ich habe das gespürt, dass ich hier eine Welt lebe, dass ich in einer illusionären Welt lebe, die ist aufgebaut, aber die hat mich überleben lassen. Ich hatte sonst eher das Gefühl, ich kann sonst nicht überleben in dieser Gesellschaft. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das kennen viele Zuschauer auch, dass sie sich irgendwie durchschlagen müssen, um nicht unterzugehen. Mhm. Jetzt hast du ein super Buch geschrieben, der All Senses Code. Ich gebe es zu, noch nicht gelesen, aber ich glaube, du beschreibst darin auch so einen 360-Grad-Rundumblick. Mhm. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst und wie das geht? Ja, 360 Grad, das ist natürlich jetzt wieder sehr linear gesprochen. Was ich aber damit meine, ist, dass ich in meiner Arbeit grundsätzlich diese lineare naturwissenschaftliche Herangehensweise verlasse. Und der Begriff 360 Grad beschreibt es für mich einfach am besten. Und ist es so, dass es an der Zeit ist, und das ist mein Beitrag auch mit dem Buch, der Menschheit zu zeigen oder hinzuführen, dass sie verstehen können, dass wir mehr sind als physischer Körper, dass wir auch nicht nur Energiekörper sind, sondern dass wir beides sind, dass das Körperbewusstsein wieder wächst und hineinwächst in etwas, was so viel größer ist, was wir uns schon, ich sag mal, mehr oder weniger erarbeitet haben durch Bewusstsein, aber worin so ein Riesengeschenk für uns Mensch drin steckt, uns zu entfalten, wieder wir selbst zu sein. Und der 360-Grad-Blick ist so die Herangehensweise aus meinen jetzigen Erkenntnissen, dass diese Körperebene mit der Energieebene in Verbindung kommt. Ja, und da ist enthalten eben auch die mentale Ebene, die energetische Ebene, die emotionale Ebene, seelische Ebene. Mhm. Ja, das Schöne, was ich glaube herauszuhören ist, du hast gesagt, du bewegst dich weiter, du öffnest dich für mehr, du lehnst also eigentlich die Schulmedizin nicht per se mal ab, sondern du beziehst alles mit ein. Ja, die Schulmedizin ist in vielerlei Hinsicht wertvoll. Ja, sie hat viele Jahrhunderte auch geforscht, ja, aber sie fußt auf einem Fundament, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das darf sich verändern, da darf jetzt Neues dazukommen, dass es da auch vorwärts geht. Dahinter steht natürlich eine riesen Maschinerie, das wissen wir. Aber deswegen gibt es ja uns, dass wir der Menschheit erstmal helfen. Also wenn die Nachfrage steigt, dann wird vielleicht auch sich die Medizin insofern erweitern in ihrem Angebot, dass da auch noch andere Therapieformen Platz haben. Also es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir normalerweise glauben. Ja, natürlich, ja. Weil du schreibst ja All Senses Code, das heißt also der Code aller Sinne. Kannst du uns ein bisschen genauer beschreiben, was der All Senses Code ist? Ja, vielleicht einfach nochmal zum Namen. Was ich damit meine ist, alle Sinne, da denkt ja jeder an Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, ja, diese klassischen fünf, aber
es gibt mehr. Dann gibt es auch wieder die, die sagen, ja, wir haben eigentlich 12. Und ich sage, nein, es gibt unendlich mehr. Und wir können das gar nicht beziffern, sondern das ist, unsere Sinne sind, natürlich, weil wir sehr verdichtet mit unserem physischen Körper in dieser dreidimensionalen Welt leben, haben wir diese klassischen 5 Sinne. Sie sind unsere Führer, sie sind unsere Basis. Aber wenn wir Wahrnehmung und Bewusstsein schulen, wenn wir das trainieren, dann öffnen sich diese 5 Sinne in feinere Sinne und dann sind ganz andere Schritte möglich. Also du meinst zum Beispiel Sehen, wenn sich das öffnet, wird zum Hellsehen, wird zum Hellsehen. Fühlen, zum Hellfühlen. Ja, ja, ja. Das ist nichts Mystisches. Ja, das ist wirklich Zeit, dass es rauskommt aus dieser verstaubten esoterischen Ecke. Weil für mich ist das Hellsehen, Hellsehen, das Wort ist ein bisschen komisch. Ich finde Feinsinne finde ich ein bisschen treffender. Ja, so das Feinsehen ist mein Haupt. Arbeitsmittel. Also in Französisch zum Beispiel heißt Hellsehen clairvoyant und in Englisch heißt es clairvoyant. Mhm. Eigentlich ziemlich treffend, klar sehen. Ja, klar sehen. Genau. Klar fühlen. Ja, klar fühlen. Ja. Klar denken, das ist auch etwas, was viele nicht mehr können, oder? Ja, überhaupt die Klarheit zu wissen, ja, das Wissen, das intuitive Wissen. Und das ist eben das, was in meiner Arbeit, wo alle Sinne zusammenfließen und daraus entsteht Wissen. Und dann kann ich gar nicht mehr sagen, habe ich das jetzt gesehen, habe ich das gefühlt oder woher kam das, sondern ich weiß es einfach. Ja? Mhm. Also trifft es eigentlich gut. Du wirst klar, wenn du erwachst, ist eigentlich nur ein Klarwerden, ist gar nichts Mystisches oder Übersinnliches, sondern einfach nur, wow, ich erwache, jetzt sehe ich klar. Mhm. Jetzt fühle ich klar, jetzt kann ich wieder mal klar denken. Ja. Also das ist natürlich jetzt auch eine Ebene, wer weiß, wo das noch hinführt. Wir wissen nicht, was Klarheit an sich, genauso wie Wahrheit, ja, es ist auch so ein Begriff, den wir gar nicht so richtig definieren können. Aber zumindest kann ich es aus der Sicht meines eigenen Gefühls beschreiben, kann sagen, okay, es fühlt sich klarer an und wahrer an. Wenn ich dein Buch lese oder bei dir das lerne, was du beschreibst, kann man sagen, dann wird man einfach mal klarer über das, was ist? Ja, weil ich in dem Buch den menschlichen Bauplan beschreibe, aus meiner Sicht. Ich bin ja nun kein Mediziner und habe kein so fundiertes anatomisches Wissen und das will ja auch keiner. Ja, die Menschen wollen ja gesund werden und die wollen mit der leichten Kost einfach so schnell wie möglich effektiv sich heilen. Und dann komme ich und sage, na, leichte Kost, das gibt's leider nicht. Ja, also der Weg ist leicht, wenn wir die Zusammenhänge verstehen und wenn wir ein paar Grundprinzipien beachten, dann ist es wirklich leicht und spielerisch. Aber für jemand, der ganz neu anfängt, dann ist das sicherlich erstmal ein bisschen schwierig, weil es das komplette Weltbild auf den Kopf stellt. Das heißt, ich gebe hier keine Präferenz und sage, die Energie ist das Wichtigste. Ja, weil ich einfach weiß, wir haben den physischen Körper und da gibt es einfach biochemische Prozesse und da gibt, ne, das ist alles, das ist ein Miteinander. Das ist eine 50-50-Nummer für mich. Was war denn in deiner Erfahrung damals, wo du dir so viel Zeit für dich nehmen durftest, in Anführungszeichen, oder musstest, was war denn so die größte Angst, die du hattest? Die größte Angst war zu versagen, dass ich das nicht hinkriege und die Angst zu sterben. Wie wichtig ist denn Angst im Prozess von Krankheit oder eben Angstfreiheit im Sinne von Gesundheit? Für mich ist Angst ein Feuer unterm Hintern. Also ich krieg echt dann meine Füße bewegt, wenn ich Angst habe, weil ich weiß, okay, hier gibt's ein Thema für mich, hier kann ich was lernen, hier kann ich was erfahren, ich möchte mich dem stellen. Also es löst bei mir Mut aus für was auch immer. Aber ich weiß, dass es bei manchen Menschen, wo Angst auf der Tagesordnung ist oder die Angstzustände haben, für die ist Angst nicht unbedingt ein Motor, sondern da ist schon so viel Resignation, die stehen einfach für die. Ja, sie fürchten halt die Angst wahrscheinlich. Ja, und für dich ist es eine Art Treibstoff, um total weiterzugehen. Ja. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft, wie ich finde. Angst ist nicht per se was Schlechtes, sondern kann sehr wohl auch der Anfang von etwas ganz Tollem sein, zum Beispiel Heilung. Ja. Haben dir die Ärzte Chancen gegeben eigentlich damals, dass du wieder ganz gesund wirst?
Das war sehr speziell, meine Erfahrung, weil sie haben mir vorgeschlagen, zu punktieren, erstmal das ganze Wasser rauszuholen, das Zellwasser. Und sie haben gesagt, dann werden sie entscheiden, zu operieren. Und also wenn, ne, wenn das jetzt mehr wird, also die haben das stündlich beobachtet und da habe ich gesagt, okay, also ich muss hier dafür sorgen oder ich möchte dafür sorgen, dass das Wasser hier nicht mehr wird, weil sonst laufe ich Gefahr, weil ich stand unter Morphium, dass ich dann nicht mehr frei entscheide. Ich wusste, ich habe gemerkt, ich verliere mein Bewusstsein durch das Morphium. Und also ich war total gefügig, also ich hatte echt Probleme, mich zu halten, zu sammeln, ne? Und nicht einfach mich hinzugeben und zu sagen, okay, mach Arzt, ja, ich geb mich ab. Und da, also da habe ich ein Turbo einlegen müssen, weil ich einfach nicht wollte, dass ich in diese Maschinerie reinkomme, dann einfach unter Messer zu liegen. Mhm. Und das war dann so, dass nach, ich glaube, 2 oder 3 Stunden ist das Wasser runtergegangen aus der Lunge. Und aus dem Gewebe ringsum und aus der Milz und so weiter. Das heißt also, deine Heilung hat unmittelbar begonnen, wo du dich entschieden hast, welchen Weg du gehen willst. Ja, ja, also genau da. Und da war diese große Angst. Ich habe totale Panik geschoben. Ich dachte, ach du Schreck, jetzt kommst du gleich auf die Liege und jetzt wird dir der Brustkorb aufgeschnitten. Und da habe ich gesagt, nee, das erlaube ich hier gar nicht. Ja, so, und dann habe ich gleich angefangen, innerlich zu arbeiten. Und dann kamen auch noch Freunde zu Besuch und dann war das so lustig, weil wir zu den Ärzten gesagt haben, können Sie bitte mal kurz rausgehen, wir möchten meditieren. Dann haben die uns natürlich belächelt, klar, ne? Ja, hätte es vielleicht sagen müssen, beten, dann hätten sie noch Verständnis gehabt, oder? Ja. Und was auch ganz lustig ist, das möchte ich gerne erzählen, nach 2 Wochen habe ich mich ja selbst entlassen. Aus der Lungenklinik. Und da haben sie gesagt, zum Abschluss müssen wir aber noch röntgen. Und das war auf der linken Seite und sie haben das geröntgt und da war nichts zu sehen. Und dann sagte die Frau Doktorin dann zu mir, oh Frau Wagner, es tut uns leid, wir haben leider die falsche Seite geröntgt. Wir müssen das nochmal machen. Und der Warteraum war voll und die waren im Zeitverzug, die waren total im Stress. Und habe ich gesagt, nein, ist okay. Und wirklich, es hat keiner nachgefragt. Ich habe gesagt, ist es okay? Und die haben mich gehen lassen. Ja. Also es ging wohl es um war die ein Prinzip, richtige, oder? Es war die richtige Seite. Aber ihr meint... Ach so, war so gut, dass Sie gedacht haben, es wäre die falsche ja, Seite. Ja, das stand noch ja auch besser. Auf dem Bild da drauf, linke Seite. Aber ja. sie konnte es nicht glauben, dass das Bild einfach eine gesunde Rippenstruktur zeigte, wo das gerade erst vor 2 Wochen durchgerissen war. Mhm. Dann hat sie das einfach so umgedreht und hat gesagt, okay, dann muss wohl ein Versehen vorliegen, dass wir die falsche Seite geröntgt haben. Jetzt hast du ja eigentlich enorm viel Erfahrung gemacht, hast auch viel Zeit gehabt und hast dir sicher was so zusammengebaut. Gibt es beim All Senses Code Schritte, wo man sagen kann, das sind die und die Schritte und wenn man die geht, kommt man zumindest in die Richtung, wie du das glaubst, dass es gut tut. Ja, ich habe dieser Code besteht aus 9 Stufen und die Stufen sind aufeinander aufgebaut. Also das heißt, sie beginnen recht einfach nachvollziehbar. Also es geht um den inneren Widerstand bewusst zu machen, den wir haben, der die Energien umverteilt. Also das wäre Stufe 1, Widerstand bewusst machen. Genau, mhm. Ja, weil ich festgestellt habe, dass da auch ein Missverständnis darauf liegt, wie es wird ja immer behauptet, die Krankheiten entstehen, weil wir Energiemangel haben. Ja, und ich habe aber gesehen, den Energiemangel gibt es nicht im Körper. Das ist nur eine Umschichtung. Also das heißt, die Energie ist irgendwo gebunden, gelagert, blockiert, aber sie fließt nicht mehr. Also das Prinzip der Energie, dass sie frei fließen möchte, die ist unterbrochen. Und der größte Unterbrecher ist eben Angst und erzeugt oder Stress, ja, also negativer Stress. Und das erzeugt fast immer Widerstand. Ja, das kann auf emotionaler Ebene sein oder auf mentaler, weil ich nicht glaube, dass es so ist, entsteht Widerstand. So, und deswegen ist das Schritt 1, sich erstmal bewusst zu machen, wo in meinem Alltag habe ich denn Widerstand? Und Schritt 2 ist dann, wie gehe ich damit um? Oder was ist Schritt 2? Schritt 2 ist dann, dass du ins Vertrauen kommst, dass du auch die Verantwortung für dich übernimmst, für das, wofür du es übernehmen kannst.
Ich sage nicht für alles. Ja, wir wissen das. Wir sind ja ein Kollektiv. Du bist ja, wenn wir hier zusammen sind, sind wir zwei. Damit kann ich nicht sagen, ich habe die volle Verantwortung. Ich trage sie zu mindestens 50%. Und so schlage ich da auch Übungen vor für jeden einzelnen Schritt. Und das ist auch für mich recht schwierig gewesen, da eine Übung zu finden. Ja, wir wissen, ich könnte über jeden Schlüssel könnte ich jeweils ein Buch schreiben oder mehrere Bände. Mhm. Ja, einfach weil, um den Widerstand zu erkennen, um sich selbst zu fühlen, wo habe ich Angst, wo blockiere ich, wo mache ich Stress, da gibt es einfach sehr, sehr viele Wege. Und der eine erfährt es über Yoga, der dritte, der muss joggen gehen, der fünfte muss meditieren. Jeder hat da andere Wege und das beschreibe ich auch, ja. Also, dass es da nicht diese eine Schnur gibt, an der man sich festhalten kann, und die führt zur Lösung. Was ist denn der nächste Schritt, der dritte? Der dritte ist das Körperbewusstsein, dass wir uns entgiften auf körperlicher Ebene. Ich meine, alle Schlüssel sind Entgiftung letztendlich, wenn du es so willst. Also, du kommst nicht in die Regeneration. Wenn du nicht vorher das löst, was die Störung ausgelöst hat. Und das sind entweder stoffliche Gifte, energetische Blockaden. Also der dritte Schlüssel ist aber rein bezogen auf die körperliche Vergiftung vom Gewebe, von bestimmten Organen und ja. Also das ist der Gesundheitsteil dann quasi drin. Ja, was man so klassisch als Entgiftung bezeichnet, ja. Aber eben auch nochmal unter einer anderen Perspektive. Ich konnte immer nur alles anreißen. Ja, das weißt du, dass es schwierig ist zu sagen. Also ich bin da eh nicht ein Fan von zu sagen, du musst jetzt Selleriesaft trinken oder du musst rote Beete reiben oder musst immer nur Zitrone essen. Also ne, es gibt ganz viele verschiedene Wege, weil der eine heilt über Nahrung, obwohl es nur eigentlich für mich 15% sind von dem großen ganzen Kuchen. Mhm. Aber die meisten eben nicht. Also muss letztlich jeder seinen Weg finden, aber die groben Schritte, die du hast, ja, die funktionieren. Was ich vorschlage, ist einfach wirklich mal einen Grunddetox zu machen, weil wir können zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, ja, wir können nicht sagen, ich höre auf meinen Appetit oder das, was mein Körper mir sagt, wenn ich total verpilzt bin, wenn ich Bakterien im Körper habe, dann habe ich Lust auf Süßes, weil das sind die Bakterien, die sagen, was ich essen soll. Ja, die haben Lust drauf, natürlich. Ja, natürlich, klar. So, und da gibt es einfach so viele extreme Missverständnisse und so viel Spaltung auf dem Gebiet, dass ich sage, klär erstmal deinen Körper, räum innerlich auf und dann können wir auf der bewussten Ebene weiterarbeiten. Dann geht es zum vierten Schritt, und der wäre? Die Energie anheben, also die Frequenz anheben. Ja, so ich unterscheide das, weil die Schwingungsfrequenz ist für mich nochmal was anderes wie Energie, obwohl es zusammengehört, obwohl beides miteinander fungiert wie so ein Zahnrad. Und um die innere Schwingung anheben, ist wiederum total wichtig, weil du kommst nicht in einen anderen Bewusstseinszustand, du kannst den Körper nicht regenerieren, wenn dein Energielevel niedrig ist. Es funktioniert einfach nicht. Und wie steigere ich meine Frequenz? Da bringe ich Übungen aus dem Yoga, Atemübungen zum Beispiel, wo du auch wieder stark in die Präsenz kommst, wo du Körper und Atem miteinander verbindest. Und dann kommt Schritt 5. Schritt 5. Lass mich kurz überlegen. Wollen wir nachlesen? Was war jetzt der fünfte Schritt? Hast du sie im Buch alle drin, oder? Ja, natürlich sind die alle drin. Jetzt ist mir eingefallen. Das Selbstbewusstsein. Also wie steigere ich meine Wahrnehmung? Und da liegt auch wieder, jeder Schlüssel ist voll mit Irritationen, voll mit Illusionen und totalen Missverständnissen. Und so ist es auch beim Selbstbewusstsein. Ja, im Mainstream wird da verkauft als, du musst stark sein, du musst auf der Bühne stehen und reden, dann bist du selbstbewusst. Genau, und positiv denken dazu. Genau, und auch positiv denken. So, und was ich aber meine, ist das Bewusstsein von dir selbst. Mhm. Und dafür braucht es Wahrnehmung. Und du kannst nicht Schritte in die Heilung einleiten, wenn du dich nicht wahrnehmen kannst. Du kannst keine Reinigung machen, die auf geistiger Ebene ist oder auf mentaler Ebene, wenn du nicht wahrnehmen kannst. Du brauchst es für alles. Es ist ein totales Fundament. Da müsste eigentlich als allererstes stehen. Aber dann weiß ich, dass da viele aussteigen, wenn das ist zu viel, das ist zu umfangreich und auch zu weit weg für die meisten Menschen. Aber eines wird natürlich schon klar jetzt. Warum man nicht derselbe Mensch bleibt, wenn man sowas tut. Wenn man anfängt, bewusst und klar zu arbeiten mit seinen Themen, verändert man sich. Man wird weiser.
Ja, du bist klarer, das, was du gesagt hast. Ja, also es verändert sich das Innen und Außen. Ja, also deine Sicht auf die Welt verändert sich. Da passt einfach vieles nicht mehr. Dein Umfeld ist dann, das bereinigt sich aber auch von selbst. Also es ist nicht schlimm, finde ich. Was ist denn der Unterschied, schnell zwischendurch, wie nimmst du dich selber wahr nach diesem ganzen Prozess? Wie siehst du dich heute? Viel lebensfroher, viel, also jetzt fühle ich mich im Leben. Vorher war ich im Nebel. Ich fühlte mich so wie so ein, wie so was Schwebendes in der Luft und habe mal ein bisschen da gekostet und fand viele Sachen toll, aber ich irgendwie wusste ich überhaupt gar nicht, wer ich selber bin. Und heute? Und heute weiß ich es immer noch nicht so ganz, wer ich bin, weil, also nur der Verstand sagt, ich, also vom Gefühl her weiß ich, wer ich bin, aber nicht vom, der Verstand kann es nicht erklären, wer ich bin. Ja, weil aber ich bin einfach, dich, ich bin. Du fühlst dich und es macht dich glücklich, das zu fühlen? Ja, weil es dieses Mangeldenken nicht mehr hat. Ich habe das Vergleichen nicht mehr. Früher habe ich mich immer mit den Menschen verglichen. Ich habe mich dann immer niedriger eingeordnet. Ja? Ich habe eine Werteskala gemacht und habe dabei immer schlechter abgeschnitten, weil ich habe mich natürlich mit denen verglichen, wo ich Aspekte gesehen habe, die ich nicht lebe. Und damit habe ich mich dann eher darin gestärkt, okay, ich bin doch nicht so gut wie die anderen. Mhm. Ja, so, und diese Messlatte habe ich nicht mehr. Schön. Dann bewegen wir uns auf den sechsten Schritt zu. Welcher wäre das? Der sechste... Also wenn du dich selbst an alle Schritte deines Buches erinnern kannst, wärst du eine Ausnahme. Ich weiß, wie das bei mir war. Ich war mal im Fernsehen, da hatte was zitiert aus meinem Buch. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das geschrieben habe. Dann hat er gesagt, haben Sie Ihr eigenes Buch nicht gelesen? Sage ich, nein, ich habe es geschrieben. Ich habe es nicht gelesen. Ja. Also du, wenn du es nicht weißt, ist wurscht. Aber was wäre gefühlt jetzt der nächste Schritt, der käme? Das alles hat mit dem, baut jetzt aufs Bewusstsein auf, also auf die Wahrnehmung. Und da führt der nächste Schritt hinzu, dass du noch mehr in deine eigene Körperpräsenz kommst. Und dafür habe ich eine Übung, ja, weil ich weiß, dass meine Klienten immer gerne Hausaufgaben lieben. Ja, also wenn ich denen was mitgebe, die sitzen dann zwar, also wenn sie mir gegenüber sitzen, sagen sie mal, ja, habe ich verstanden. Aber wenn sie dann zu Hause sind, haben sie es wieder vergessen, sind aus der Energie raus und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. So, und insofern mache ich immer viele Skizzen, zeichne denen das auf und da ist eine Übung davon, dass wir uns zentrieren, ja, dass wir wieder die drei Körperzentren miteinander vereinen. Das ist die große Kraft im Becken, unser Herz und unser Kopf, also das Gehirn, das zentrale Nervensystem. Also quasi unsere persönliche Dreifaltigkeit. Genau, ja, so kann man es auch bezeichnen. Mhm. Ja. Und damit einfach zu experimentieren. Ja? Das ist auch so, diese Schlüssel, oder der Ausensis-Code ist ja kein Durchlesebuch, ist ja nicht so, wo du sagst, okay, das haue ich jetzt mal in einem Tag weg. Das geht überhaupt gar nicht, einfach weil die Schritte brauchen, um sie zu verinnerlichen, zu verdauen, brauchen sie dein Tun, um sie zu erfahren. Weil über die Erfahrung und über das Fühlen dessen, was du da erspürst über dich, kommt die Erkenntnis und das braucht Zeit. Ja, wie du es gesagt hast, wie hast du es formuliert? Man könnte über jeden Punkt ein ganzes Buch, wahrscheinlich eine Bibliothek schreiben und der Sinn ist ja, dass du die Leute animierst, die Erfahrungen zu machen und das, was du nicht schreiben konntest, weil es zu viel werden würde, dass sie das selber entdecken. Mhm. Wie wichtig ist denn dieser Prozess, dass sie selber drauf kommen auf gewisse Dinge? Ja, ah, der ist total wichtig. Und der ist natürlich bei einem Medium-Buch ein bisschen schwierig, ja, weil du bist mit dem Buch wieder alleine und ich weiß ja, wie es mir ging. Ich habe ja früher auch viel aus Büchern gezogen. Ja, und ich habe dann teilweise die Übung gemacht, 1, 2, 3 Mal. Oder wenn ich auf einem Seminar war und habe da total volle Taschen mit nach Hause genommen von wunderbaren Werkzeugen. Und dann konnte ich sie aber nicht anwenden, weil ich letztendlich dann noch so viele
Und das ist das, was am Anfang meines Buches steht, dass ich erkläre, warum das reversibel ist. Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, Bruno. Das ist nämlich einer der für mich größten Erkenntnisse, warum die Dinge nicht funktionieren können. Ja, dann sag's uns. Ja, das sind die tiefer liegenderen Programme. Also mit Programmen können die wenigstens auch wieder was anfangen. Ne? Aber es sind so diese Ladungen, die sich wirklich in uns gespeichert haben. Und diese Ladungen sind entstanden entweder aus unserem eigenen Leben, aus unserer gesamten Ahnenreihe, oder du hast es aus dem Kollektiv, also aus der größeren Matrix. Was meinst du denn mit Ladung? Ladungen, das kannst du so vergleichen wie mit einer elektrischen Aufladung. Ja, also da gibt es einen Schock, ein Trauma, ein Ereignis, oder eine bestimmte Erfahrung. Also du kannst eigentlich den gesamten Bereich nehmen, den die Psychologie als Unterbewusstsein bezeichnet. Also alles, was wir da gesammelt haben. Also die Traumas, meinst du damit? Ja, das sind die größten Ladungen, ja. die Traumata. Ja. Im positiven Sinne, was sich eingeprägt hat, das bleibt halt ziemlich. Ja, das bleibt. Und dann kannst du total viele Familienaufstellungen machen. Dann kann sich vielleicht was lösen, wenn das wirklich da bei der Mutter war. Aber oft ist es so, wenn es jetzt aus dem Anfeld ist, wenn das etwas ist, was in der ganzen Reihe sich durchzieht, dann wird einfach echt nur der Staffelstab weitergegeben. Das ist auf Zellebene programmiert. Mhm. Und das ist wie so ein Imprint. Der ist also, ne? Und das lässt sich verändern. Und das lässt sich verändern, weil das ist Information. Aber die ist wiederum verschränkt, das ist eine Methylierung. Ich kann das nicht so genau chemisch erklären, aber auf jeden Fall macht diese Ladung eine Verschränkung auf der physischen Ebene. Und damit ist das wie so ein Mehrkomponentenkleber. Und dann kriegst du das nicht von der Hacke, egal was du machst. Dann kannst du vergeben und machen, du triffst nicht den Ursprung, du musst es am Ursprung verändern. Und wenn man die richtigen Werkzeuge hat, kann es dann jeder? Ja, natürlich. Ja. Das Buch ist für jeden geschrieben. Dann könnte man für jeden, der will. Schön gesagt, ja. Also nur lesen, weil ich muss, ist nicht dasselbe wie wenn ich will. Ja. Weil sonst tauche ich ja nicht ein. Mhm. Und jetzt, wenn wir weiter eintauchen, was wäre denn einer der nächsten Schritte? Wir wären bei 7, aber so in welche Richtung gehen wir? Da ist es so, dass diese, also da gehen wir ins Familienfeld hinein. Mhm. Wie das geht, ist, da benutze ich, also das ist so eine Triologie von der Atemkörperübung. Ja, ich nenne es Essenzatem, und der teilt sich aus dem Körperatem, ne, also dieses Kopf-Herz-Becken-Energie, wo wir das bündeln und ein Zentrum draus machen. Das bauen wir aus und dehnen das quasi aus. Wir gehen wieder in die senkrechte Achse, weil wir uns aufgrund dieser Ladungen haben wir uns voll in die Horizontale gezogen, wenn du ein Bild brauchst, ne, und haben einfach nicht mehr die Anbindung, die natürliche, ich sag mal, Frequenzversorgung des Bewusstseins, was uns ständig umgibt, aber wir sind genordet auf diese Linearität, und dann empfangen wir diese Urfrequenz nicht mehr. Ist das vielleicht das Kreuz, an dem wir festgenagelt sind? Ja, energetisch? Ja, das ist natürlich eine kraftvolle Symbolik, aber da hängt so viel Manipulation drauf, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das hat auch was damit zu tun. Aber für mich, ich sehe, dass der Shift passiert, wenn wir aus dieser horizontalen, ja, auch die Chakren, das ist eine totale Manipulation. Das wurde alles in die Horizontale gezogen. Mhm. So, und um das wieder alle Körperfließströme fließen senkrecht, spiralförmig. Und das Ziel, wo es hinführen soll mit den Schritten, ist, dass wir wieder diese Verwirbelung hinbekommen, dass wir das fühlen können. Also, dass wir nicht nur imaginieren oder uns affirmieren, ja, sondern dass wir es wirklich fühlen, dass es so ist. Ja, wir müssen es auf den Boden bringen. Ja, genau. Und das kriegen wir, wenn wir wirklich in dieser Körperpräsenz bleiben. Und das ist, also ich habe das einfach nur darauf aufgebaut, was man mit dem Verwurzeln alles noch machen kann. Ja, das steht ja in den ganz alten Büchern, steht es ja schon drin, dass wir uns verwurzeln müssen. Aber da verstehen wir so vieles davon gar nicht. Ja, heute wollen die meisten eben lieber abfliegen und sind noch gar nicht gelandet, oder? Ja, das die spirituellen Leute, ja, aber dann gibt es wiederum welche, die jetzt nicht,
nicht so sehr mit den geistigen Ebenen was zu tun haben, die aber schon mit dem Aspekt sich verwurzeln, ja, mit Sicherheit und Heimat und Dasein, wo man gerade ist. Das ist für viele sehr, sehr nachvollziehbar und die machen das auch. Aber haben nicht auf dem Schirm, dass über diese Verwurzelung ganz, ganz viel Energie nach oben kommt. Also das ist ja nicht one way. Das heißt, wenn ich verwurzle, verbinde ich mich mit einem Netzwerk, mit einem Geflecht, was, oh, das ist massiv. Also mich hat das damals umgehauen, als ich Verwurzelung verstanden habe. Mhm. Weil da kam eine Gegenkraft hoch, die war natürlich erstmal Sumpf. Das war erstmal der blanke Schmerz und der ganze Frust meiner ganzen Sippschaft. Der strömte mir hoch und stand mir hier und dachte ich, was mache ich denn jetzt damit? Habe ich was falsch gemacht? Nein, ich habe geöffnet. Und das heißt aber auch, das gibt viel Integrationsarbeit. Ja. Also du musst viel zu dir nehmen, was du abgelehnt hast. Mhm. Ja. Alles? Ich würde sagen, ja, alles. Und dann, wie geht's weiter? Jetzt haben wir die Energien. Das zu mir nehmen, lass mich das nochmal insofern erweitern, dass dieses zu mir nehmen, das heißt nicht, dass ich sage, ja, gib her, sondern wenn ich, ne, also wenn ich das nach dem All Senses Code, wenn ich die Kanäle frei mache, dann ist das zu mir nehmen nicht mehr ein Annehmen und Behalten, sondern das ist ein Durchfluss. Das heißt, ich erlaube, dass es durch mich ein fließt. Zulassen also. Ein Zulassen. Ja. Ein Hereinlassen, ein Willkommen heißen. Und dann bin ich nicht mehr angehaftet an dem, was war, sondern es darf sich frei bewegen. Und dann sage ich, ah, hallo und tschüss. Aber in anderen Worten hast du gesagt jetzt, Leute, ihr müsst den Schmerz zulassen. Nicht bekämpfen, sondern annehmen. Ja, der Schmerz ist... Es ist immer abhängig von deinem Blickwinkel. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass der Schmerz ein Bote ist. Mhm. Ja, der einfach so lange anklopft, bis du ihn reinlässt. Und einfach so lange auf deiner Couch sitzen bleibst, bis du die Botschaft empfängst, die er dir mitbringt. Und was macht er, wenn wir die Türe lange nicht öffnen? Also, er ist ein ziemlich fieser Kollege. Der holt sich Unterstützung. Und dann klopft es einfach noch lauter. Ja, das ist eine Metapher, wie wir es beschreiben können. Dann klopft es noch lauter und dann holt er eine ganze Besatzung und dann fliegt dir das Brett um die Ohren. Das klingt für viele dann, ach du Schreck, dann mach ich mal lieber nicht auf. Ich will ja keine Angst machen, sondern ich möchte ja den Menschen Mut machen, dass sie sagen, okay, ich trau mich jetzt zu öffnen, obwohl ich weiß, dass ich vielleicht schon 50 Jahre zugemacht habe. Mal in die andere Richtung zu denken und vielleicht das mal unter eine Energie, weil viele sind ja energielos. Ja, also wenn du draußen mal rumguckst, die Augen hängen runter, mhm. Die Mundwinkel sind unten und das ist das, was meistens meine Klienten als allererstes sagen, oh, ich bin so müde, mhm. Ja, ich kann nicht mehr. Und dann erst erzählen sie ihre Krankheiten, aber das, was so offenkundig ist, dass sie keine Energie haben. Und das ist der Kollege da draußen, weil dieses Zuhalten der Tür, das kostet unendlich viel Kraft. Das heißt, je früher wir diese Türe öffnen, umso besser, weil mit jedem Tag... Boah, das ist erstmal ruhig, das ist ein Vollrausch. Ja. Ja. Es ist noch komisch, ich meine, ich arbeite ja im gleichen Gebiet wie du in der Bewusstseinsforschung und stelle auch oft fest, dass die Leute Angst haben, wenn es zu groß ist und wenn es zu klein ist, aber denken, das ist ja nichts. Und dann gehen sie auch wieder nicht hin. Dann nehmen sie es auch wieder nicht an. Aber eigentlich würdest du auch sagen, je früher, desto besser. Ja, je früher, desto besser. Und deswegen sage ich, Leute, fangt an, wieder wahrzunehmen. Weil dann wirst du merken, dass das Kleine was ganz Großes ist. Dann tust du das nicht mehr ab. Sondern dann merkst du gerade das Kleine, das, was leicht geht. Ja, die Energiearbeit, die ist manchmal, die ist ein Knaller, die macht so Schnipp und es ist erledigt. Eine Riesennummer, die ich vielleicht schon 30 Jahre dich blockiert hat und sabotiert hat. Und dann ist die einfach mal weg und es hat noch nicht mal wehgetan. Und dann können diese Leute das nicht glauben, dass es passiert ist, weil es hat ja nicht wehgetan. Na, die Furcht tut weh, aber das Problem oft nicht. Ja, ja. Natürlich, wenn das nämlich etwas ist, was du aus dem Kollektiv übernommen hast oder von deiner, keine Ahnung, siebten Generation oder von deiner Uroma, das ist dir ja gar nicht im Bewusstsein. Da brauchst du kein Bewusstsein, um zu verstehen, was damals war, sondern es kann sich einfach verabschieden, einfach so, schnipp. Und es tut nicht weh. Eine schöne Frohbotschaft. Welche Rolle spielen eigentlich Überzeugungen und Glaubensmuster in deinem All Senses Code?
Schon eine wichtige Rolle, weil ich der Meinung bin, dass, also Glaube finde ich ein bisschen ein schwieriges Wort, weil ne, auf der einen Seite haben wir einen Glauben, aber der ist irgendwie verdreht um 180 Grad oder an irgendwas gebunden. Oder es ist mehr ein Hoffen manchmal. Ja, es ist mehr ein Hoffen. Aber dennoch sagen viele, ja, okay, wenn ich das glaube, dann kann ich das machen. Für mich ist es eher so eine kleine Krücke, um dann irgendwann, wenn ich wahrnehmen kann, zu merken, oh wow, ja, es überzeugt mich. Und wenn ich dann die Überzeugung habe, dann entsteht Wissen. Und wenn ich Wissen habe, dann kann ich vertrauen. Ja, manche können schon beim Glauben vertrauen. Es ist unterschiedlich. Insofern würde ich nicht sagen, dass das wichtiger ist als das andere. Also aber Glauben es gibt natürlich behindernde Glaubenssätze, sage ich mal, oder Überzeugungen, die wir rumschleppen, und hilfreiche. Also wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, ist das wahrscheinlich nicht sehr hilfreich für mich, oder? Ja, wenn du das meinst, ja, klar gibt es massenhafte Glaubenskonstrukte. Also jeder hat diese Glaubenskonstrukte oder diese Programme in sich aus seinem Umfeld, weil in der Regel neigt der Mensch zum Penetrieren und immer Wiederholen von bestimmten Botschaften. Und die haben wir als Kind ja alle gehört von unserem Umfeld. Also die meisten Eltern wollen das Beste für die Kinder, aber hängen in ihren eigenen Leidensschleifen drin. Und dann kommen eben solche Sätze, oh, du kannst es noch nicht, du bist noch nicht gut genug. Und ne, so bei manchen ganz übertrieben. Also ich hatte jetzt in meiner Familie auch niemanden, wo ich direkt ein Vorbild hatte, oh wow, ja, ich gehe meinen Weg und ich siege, weil ich gehe. Da war eher Resignation, aber das, ne? Das war ja für dich wieder Treibstoff. Das war für mich Treibstoff. Also du ne, musst immer gucken, was du selber daraus machst, wenn du für dich sagst, okay, dieser Glaubenssatz, auch das ist nicht so schlimm. Da kommen wir wieder beim Leid und beim Schmerz. Ne? Mich drückt das, wenn ich mich nicht frei fühle, und da möchte ich es gerne ändern. Dann sind wir eigentlich schon beim letzten Schritt vom All Senses Code. Den kannst du sicher erinnern. Ja, es gibt eigentlich noch zwei. Also das eine ist, dass, also wirklich in die Essenz zu kommen, und das ist für mich so der Schlüssel, warum Selbstheilung funktioniert. Weil dann schaffe ich eine Verbindung, also das heißt, ich dehne das Feld noch größer aus, indem ich die Schritte vorher anwende, und dann bin ich wirklich mit dem Erdkern verbunden, bin Mittelpunkt der Erde gleichzeitig und ich verbinde mich noch mit der Urquelle von allem, was ist. Und dann bin ich das. Das heißt, ich bin die Quelle. Und dann gibt es kein Anrufen mehr von Jesus, Gott oder dem Heiligen Geist oder sonst irgendwas, sondern da gehe ich immer raus. Nein, ich bin mittendrin. Dafür bist du aber an dem Punkt dann in der 100%igen Verantwortung, nicht mehr in der 50%igen. Da bin ich in der 100%, ja. Also das wäre das Ziel, dann vollumfängliche Verantwortung. Ja, das ist für die meisten einfach zu viel, am Anfang zu sagen, du übernimmst für alles. Deswegen sage ich, fang erstmal, mach eine 50-50-50-Beteiligung. Letztendlich ist es ja auch, weil wir leben in einem riesigen Hologramm und jeder bewegt den anderen in irgendeiner Form. Ja. Aber hast du das beabsichtigt, dass man im Laufe des Prozesses dann zu dieser 100%igen Übernahme kommt? Das war nicht das. Mein Ziel war die Freiheit. Das war sie schon immer. Und das ist einfach entstanden. Ja, also das heißt, ich habe es auch über diese Krücke gemacht, mit Jesus, mit der bedingungslosen Liebe. Und dann hat sich einfach ein Feld geöffnet, wo ich gemerkt habe, oh wow, das Feld ist so riesig, das lässt sich überhaupt gar nicht. Das ist alles. Und in dem bin ich. Also ich bin das Feld. Und wie oder warum oder wann kam es dazu, dass du dich entschieden hast, ein Buch darüber zu schreiben, und warum dieser Titel? Weil ich sehe, dass die Menschen Hilfe brauchen. Und die Menschen sind verzweifelt, weil sie suchen nach Hilfe. Sie wollen etwas verändern, aber kriegen nicht die Anleitung. Der Mensch ist noch gewohnt, Anleitung zu kriegen von jemandem, der hilft. So war ja auch mein Anfang. Ja, ich bin zu Ärzten gegangen, zu Therapeuten, von einem zum anderen gelaufen, weil ich dachte, es gibt irgendwo den Guru, der mir sagt, was meine Lebensaufgabe ist, der mir sagt, welche Schritte ich machen soll, bis ich irgendwann kapiert habe, ah, okay, das kommt ja aus mir selbst. Aber bis dahin habe ich erstmal Hilfe gebraucht. Und das ist etwas, was ich den Menschen zur Verfügung stellen will, zu erkennen, dass es ein Prozess ist und es gibt Bausteine, die man benutzen kann, um dass es vorwärts geht, wenn man hängt.
So, und wie ich auf den Titel kam, hat sich einfach daher geleitet, weil mein Institut für moderne Heilung heißt All Senses und darin ist das alles enthalten und das betrifft alle Sinne und das ist allumfassend und es ist der 360-Grad-Blick. Und da dachte ich, okay, das ist perfekt für den Titel. Und heißt das, du hast jetzt keine Inspirationsquellen mehr oder gibt es da noch, wer inspiriert dich denn jetzt? Ja, das tägliche Leben ist meine Inspirationsquelle. Und auch immer wieder der Mensch selbst, der mir begegnet in dem Moment, weil er mir dann reflektiert, wo stehe ich? Und das ist ein Miteinander, das ist für mich ein Lebenstanz. Das heißt, die Inspiration habe ich tagtäglich. Und das geht weiter. Also das heißt, ich habe nicht, weil ich sage, ich kann mich mit der Urquelle verbinden, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das schaffe ich ja in einem bestimmten Zustand. Das ist ja nicht mein Tagesbewusstsein. Und ich bin ja sehr oft, wenn ich mit meinen Kindern bin oder mal was einkaufen muss, dann bin ich total in der 3D-Welt unterwegs. Und dann merke ich auch, dass mich Gefühle total manchmal aus der Bahn ziehen. Aber da lächle ich drüber, weißt du? Das ist ja für mich auch Menschsein. Das heißt, du genießt das Leben? Auch in der Materie? Oh, in vollen Zügen, ja. Möchtest nicht mehr weg hier? Nein, ja, und das hat sich auch total um 180 Grad gedreht, weil vorher habe ich immer gedacht, ich muss hier irgendwie weg, ich bin hier auf dem falschen Planeten. Mhm. Jetzt freue ich mich und denke, wow, ja, genau der richtige Planet. Ja, das gilt es für viele Menschen noch zu entdecken. Vor allem in der esoterischen und spirituellen Gemeinde, sage ich mal, herrscht das ja vor, dass man denkt, ich bin hier falsch. Mhm. Aber das ist nur so lange, bis man wirklich ganz da ist. Ja, und dann ja, weiß man, dass man hierhin gehört auch. Ja, und der Witz ist, dass dann für viele dann auch Erklärung gefunden wird. Ne? Ich war ja selber in der spirituellen Szene 30 Jahre unterwegs und fand das auch sehr inspirierend, weil ich habe da neue Aspekte gelernt. Und dann habe ich nur immer gemerkt, dass das nicht stimmig ist. Ne? Also erstmal war es eine neue Information, fand ich gut, bin ich in Resonanz mitgegangen und dann habe ich das hinterfragt und habe gemerkt, nee, irgendwie komisch. Find ich komisch, wenn mir einer sagt, okay, du bist von der Venus, dann denke ich, okay, kommt mir vertraut vor, aber bin ich nicht. Manchmal hört man das halt gerne, oder? Ja, natürlich, weil viele Menschen sind einfach so lost, dass sie jeden Strohhalm nehmen, dass sie sagen, okay, Arcturianer, oh, okay, du kommst von dem Planeten oder von dem. Oder von einem anderen Universum und dann ist es erstmal so ein bisschen Balsam, irgendwo herzukommen, irgendwo eine Basis zu haben. Und aber auch das basiert meistens auf Unwissenheit. Viele nehmen die Venus, Planet der Liebe, und die wissen gar nicht, dass die Venus nicht immer Venus hieß. Die hieß früher nämlich Luzifer. Mhm. Und dann wäre keiner stolz darauf zu sagen, ich komme von diesem Planeten, oder? Ja. Aber das sind auch Programme wahrscheinlich, die sich durch deine Arbeit offenbar lösen, so dass du dich nicht mehr unter etwas und nicht mehr über etwas stellst, sondern einfach du bist. Ja, es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen, ich bin. Und dann ist alles andere sind Konstrukte. Und ich kann dem nachgehen, kann gucken, bin ich in Resonanz damit oder bin ich nicht. Und selbst wenn ich in Resonanz bin, heißt das immer noch nicht, dass es wahr sein muss. Sondern ne, das sind Aspekte, wo es mir einfach Spaß macht, dann was zu hinterfragen. Das heißt, du kannst dann auch mal eine neue Struktur aufbauen, wenn du willst oder auch nicht, um etwas zu entdecken, einfach so? Nicht mehr, weil du es nötig hast, sondern weil es spannend ist? Genau, weil es spannend ist. Ja, einfach weil ich mich wirklich freier fühle. Ich habe die Wahl. Ich kann wählen. Also ich kann es aber auch lassen. Und das ist das, was mir früher gefehlt hat. Ja, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe keine Wahl, ich bin total abhängig. Ja, wenn ich das mache, dann folgt das. Und dann, das war, ich fühlte mich so aufgefädelt, aber falsch gefädelt. Und unfrei. Und unfrei. Ja. All senses und du bist frei. Ja, so würde ich sagen, ja. Klingt gut. Schau mal, welche Frage hättest du gerne in einem Interview mal gestellt bekommen, aber keiner stellt sie dir? Gibt es sowas? Welche Frage würdest du gerne mal beantworten, wenn dich mal jemand fragen würde? In der Tat, das überrascht mich jetzt, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich Menschen gegenüber sitze, die mir Fragen stellen, weil das passiert ja kaum noch. Fragen inspirieren dich? Ja, immer.
Und ich habe keine Lust mehr, über das Wetter, über Fußball, über Urlaub zu sprechen, sondern über das, was dich bewegt, was mich bewegt. Darüber habe ich Lust zu sprechen. Ja. Und diese Fragen vermisse ich in der Welt. Das Wesentliche halt. Ja. Ist ja klar, weil die meisten Menschen ja nicht mehr in ihrem Wesen sind, sondern irgendwo im Kopf und in ihren Konzepten. Und aber da hilfst du ihnen ja wieder back to the roots. Das heißt, ich drehe das jetzt um. Das heißt, ich fange an, den Menschen wieder Fragen zu stellen. Und ich merke, dass dann viele ganz schnell auf Toilette müssen oder woanders hin müssen und so. Aber es macht mir Spaß, damit zu spielen, weil ich möchte inspirieren. Naja, dann schauen wir mal, ob ich dich doch noch ein bisschen inspirieren kann zum Schluss. Und zwar... Wir haben immer gegen Ende so ein paar Satzanfänge, ein Spielchen. Ich werfe dir einen Satzanfang hin und du machst ganz spontan einfach diesen Satz zu Ende. Hast du Lust zu spielen? Ja, habe ich Lust. Quantenheilung ist? Pure Frequenz. Schmerzen sind? Ein Turbo. Die Matrix ist? Holographisch. Das Leben ist? Wunderschön. Die Menschen sind? Unglaublich unwissend. Ich bin? Glücklich. Ich wünschte, ich könnte. Fliegen war mein erster Impuls. Aber ich wünschte, ich könnte in allen Kindergärten und Schulen das Fachbewusstsein einführen. Ich würde niemals. Oh. Ich glaube, jetzt, früher habe ich das auch mal, aber jetzt würde ich niemals Lebewesen essen. Für die Zukunft wünsche ich Achtsamkeit, Mitgefühl und fühlen, sich selbst fühlen. Liebe ist das, was uns alle verbindet. Eine treibende Kraft, die auch total missverstanden wird. Ja, eine Liebe, die bedingungslos ist. Die Liebe ist gar nicht das richtige Wort. Es müsste ein zweites geben. Vielleicht finden wir das noch. Wie würdest du es nennen? Essenz. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deine Essenz, also eine Botschaft, in die Welt hinauszuschicken, die jeder Mensch hören würde, welche Botschaft wäre das? Bruno, eine. Oh. Die Essenz. Die Essenz. Die Essenz. Wirklich nur eine. Ich kann nicht nur eine. Dann fang mal an. Wir schauen mal, du hast ja Zeit. Ja. Aber überleg dir gut, weil jeder Mensch des Planeten und des Universums wird das jetzt hören. Ja. Also, die erste Botschaft an dich ist, glaube nicht deinem Verstand, folge nicht deinem Verstand, wenn er nur eine Wahrheit kennt. Forsche, hinterfrage dich und die Welt. Das ist der erste Teil. Das ist der erste Teil. Oh boy, was habe ich noch für eine Botschaft? Ah ja. Du kennst sicherlich das, was im Flugzeug die Stewardess sagt. Du bist mit Sicherheit auch schon mal geflogen. Und die sagt immer, leg dir zuerst die Maske an. Ich habe das nämlich heute Morgen erlebt. Und genau das bezieh auf dein Leben. Kümmere dich zuerst um dich. Schenke dir den Selbstwert, die Liebe, all das, wonach du dich sehnst, erst dir selbst. Und dann kümmere dich um andere. Und erwarte nicht, dass all die anderen deine Bedürfnisse erfüllen, sondern erfüll sie dir selbst. Tja. Ging doch. Ja, ging. Ja, herzlichen Dank, Anja, für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang tiefer gehen und weiter philosophieren und es würde nicht langweilig werden. Ich werde mir dein Buch selbstverständlich mal anschauen und mal gucken, wie viel wir gemeinsam haben, Free Spirit und All Senses. Es klingt auf jeden Fall ziemlich ähnlich, nicht identisch, aber es klingt gut. Ich wünsche dir viel Erfolg mit All Senses, vergiss keinen. Und auch ihr, liebe Zuschauer zu Hause oder wo immer ihr gerade seid, herzlichen Dank fürs Dabeisein und schaltet doch wieder rein, wenn es zum nächsten Mal heißt, willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams.